Erst im Februar wurde publik, dass sich Viktoria Swarovski von ihrem Ehemann Werner Mürz getrennt hat. Wochenlang wurde daraufhin über einen neuen Mann an ihrer Seite spekuliert. Im April zeigte sich die 29-Jährige dann erstmals öffentlich mit dem Red Bull-Erben Mateschitz. Seitdem meiden die beiden jedoch weitestgehend die Öffentlichkeit. Zwar zeigt sich das Traumpaar aus zwei der reichsten und einflussreichsten Familien des Landes ab und an bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim Formel 1 GP von Spielberg. Doch zum Beispiel auf ein gemeinsames Liebesinterview wartet die Journalismusbranche noch immer. Die Bunte hat es nun aber immerhin geschafft, Viktoria und ihrem Mark Mateschitz bis nach Griechenland zu folgen. Anlässlich des 30. Geburtstags seiner Liebsten ließ sich der Jungmilliardär dort nämlich nicht lumpen. Zuerst ließ er seine Herzdame samt Schwester Pauline mit dem Privatflugzeug ans Ionische Meer fliegen. Mit dem Limousinen-Shuttle ging es danach in die Hafenstadt Prevesa, wo bereits eine rund 7 Millionen Euro teure und 41 Meter lange Yacht auf sie wartete. An Bord der Lady Bahie ging es dann auf die griechische Insel Kefalonia, ihre Heimatbasis für die nächsten Tage, von wo aus das Pärchen immer wieder romantische Ausflüge macht. An ihrem Geburtstag entführte Mateschitz die Let's Dance-Moderatorin dann an den weißen Oasis-Strand auf Zakynthos. Sie badeten im azurblauen Wasser, ließen sich im Holzboot zu den malerischen Grotten von Keri chauffieren. Kaum ein Romantikregister, das der Red Bull-Erbe an diesem Tag also nicht gezogen hat. Für die spätere Party hatte der 30-Jährige extra eine Torte mit Delfin und Muscheln aus Zuckerguss kreieren lassen. Der Südtiroler Star-Patissier und Gewinner der Sat.1-Show Das große Backen, Helmut Oberkalmsteiner, war selbstverständlich vor Ort mit dabei. Danach ging es zum Feiern auf die Insel. Partyfotos? Fehlanzeige. Freunde des Glitzerpärchens berichteten, dass Viktoria schwer beeindruckt von ihrem Mark gewesen sei. Er sei ein Traummann, der sie auf Händen trägt, wird die Kristallerbin zitiert. Die beiden verbinden eine langjährige Freundschaft, die nun offenbar in einer innigen Liebe ihren Höhepunkt findet. Passenderweise in Sichtweise des Olymp.